Guten Abend, meine Damen und Herren. Es ist 8 Uhr und ich denke, wir fangen mehr oder weniger pünktlich an. Da wechsle ich auch ins Hochdeutsch, für die, die es nicht so gut verstehen, mein Zürich-Dialekt. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu einem sehr brisanten Thema. Es geht hier um die Geldschöpfung, eines der bedeutendsten Themen, wenn es um die Geldproblematik oder die Problematik im Finanzwesen geht. Und ich darf heute sehr interessierte, interessante und aktive Leute vorstellen. Hier sehen wir drei Flyer. Das steht auch für unsere drei Veranstalter. Ganz links vollgeld.ch, dahinter steht die Momo. Und das wird auch kurz noch erklärt. Wir haben einen Vertreter hier, der Momo, und auch den wissenschaftlichen Beirat, der nachher noch ausführen wird, wieso das Finanzsystem zu einem Service Public gemacht wird oder werden sollte. Und wir haben auch einen Aktivist vom Occupy Movement, von der Bewegung, die daraus entstanden ist, dass man so viele Finanzfragen hatte und die Finanzkritiker sich finden konnten, um etwas zu erarbeiten, was lösungsfindend sein sollte. Also hier werden wir sehr gut bedient. In der Mitte Occupy, das ich schon angesprochen habe, und ganz rechts außen IG IDEA. Das ist eine Plattform für Ideen und Interessen, dass man das einem größeren Publikum, der breiten Masse, zur Verfügung stellen kann und interaktiv bearbeiten kann, sodass jeder seine Meinung dazu mitteilen kann und dass eine gemeinsame Zusammenarbeit entsteht. Jetzt noch zum Ablauf. Wir beginnen mit einem Eröffnungsstatement des Occupy-Aktivisten Amadeus. Dann leiten wir über zu einem Einführungsvortrag von Christoph Pfluger, der Verleger des Zeitpunktes, eine Zeitschrift für intelligente Skeptiker und kritische Optimisten. Und abschließend wird uns Philipp Mastronardi, ein ehemaliger Professor an der Uni St. Gallen, Hochschule St. Gallen, und Momo-Beirat, wie ich schon erwähnte, und auch Mitglied im Kontrapunkt, wird uns noch ausführen, wie wir zusammen alle miteinander ein neues Geldsystem erarbeiten können und mindestens auf die wichtigen Fragen hinweisen wird. Ich werde noch etwas dazu sagen zur Podiumsdiskussion. Anschließend sollte das Interaktive stattfinden. Dann wäre es gut, wenn jeder seinen Teil dazu beiträgt. In einem ersten Moment werden wir die Fragen sammeln. Also das heißt, alle inhaltlichen Fragen sollen bis zum Schluss aufbewahrt werden, dass wir darüber gut diskutieren können. Dann sind Christoph Pfluger und Philipp Mastronardi auch hier, um Antworten zu geben auf die brennenden Fragen. Des Weiteren haben wir hinten noch einen Büchertisch und der Zeitpunkt ist aufgelegt. Auch das neue Buch von Christoph Pfluger über das Vollgeld, die Vollgeldreform. Sollte auch noch aufgelegt? Ja, ich sehe es. Okay. Und da dieser Anlass kostenlos ist, aber nicht kostenfrei, haben wir eine Kollekte aufgestellt oder wir lassen sie rumgehen. Und da wäre es gut, wenn sich jeder da beteiligen könnte. Und wenn nicht, dann aktiv an dieser Idee weiterzuarbeiten und zukünftig dazu zu schauen, dass wir aus diesem Problem herauskommen. Gleich zu Beginn möchte ich unseren Occupy-Aktivisten Amadeus auf die Bühne bitten und überreiche ihm das Wort.